Ultrabook von Acer, das Aspire S-Series, 13,3 Zoll, leer Display, mit großem Öffnungswinkel. Und nachdem wir schon von Toshiba und von Lenovo die neuen Ultrabooks gesehen haben, lässt sich feststellen, dass das Acer hier ist, dem Apple MacBook eher am nächsten kommt, zumindest was die Verarbeitungsqualität angeht. Es ist sehr, sehr stabil. Es gibt kaum Nachbau. Die Scharniere sind hier etwas locker, es wirkt sehr schnell nach, aber das lässt sich ja leicht nachziehen bis zur Serienproduktion. Auch der Display-Deckel ist sehr stabil. Und da sehen die anderen deutlich, deutlich schwächer aus. Also nicht nur verarbeitungstechnisch, sondern auch beim Design, die viel mehr an die MacBook passt. Zwar alles Kunststoff hier oben, oder zumindest sehr, sehr schwaches Magnesium oder Aluminium, aber matt Silber gehalten. Wir finden hier allerdings keine Tastaturbeleuchtung, aber dafür auch ein großes Touchpad, das mit integrierten Klickfunktionen ausgestattet ist. Der Power-Button sitzt hier hinten. Wir haben dann noch zwei Status-LEDs für den Modus und für die Akkubatteriebeladung. Das Display hier in unserem Pre-Sample auf der IFA 2011 gilt nicht heller zu stellen, das ist das Maximum. Die Blickwinkel sind auch nicht das Beste. Das Gerät läuft auf Akku. Windows zeigt eine Kapazität von 54%, aber leider keine Prognose für die Restlaufzeit. Die Anschlüsse an der linken Seite, ein Headset-Anschluss. Auch hier, wie beim Toshiba, verteilen sich die Anschlüsse auf der Rückseite. Der Lüfterausgang sitzt hier. Hier zweimal USB. Wir wissen nicht, ob USB 2.0 oder 3.0. Ein vollwertiger HDMI-Anschluss, Netzteil. Und ein SD-Kartenanschluss. Die Unterseite ist hier mit einer glänzende Fläche versehen, soll wahrscheinlich den edlen Eindruck erhöhen. Es ist geschraubt, die Unterseite, man kann sie abnehmen. Hier finden wir noch Lautsprecher. Ob das Gerät auch mit 3G kommen wird oder OTS, das wissen wir auch nicht. Aber es lässt sich festhalten, verarbeitungstechnisch und von dem ersten Eindruck und von der Haptik her ist das Acer Aspire besser als Toshiba und Lenovo Ultra.